My life be like. Creepy Wife bekommen übrigens, ja. Ich auch. Mhm. Aber ich werde Slim in Abkau haben. Weil ich. Ja, natürlich. Ist klar. Sollen wir gleich runtergehen und unten warten, oder? Ja, ich bleib hier oben und mach noch schnell ich bis 2000. Ich auch um. Ich mach noch ein paar um. Meine Runde 5 Runde 4 ist jetzt nicht so schlimm. Also lange können wir noch oben bleiben. Naja, alles punchen ist ja nicht so geil, ne? Weil ich muss ja eigentlich noch mal zurück wegen Mark 2. Die kriegst du doch nicht mehr. Was? Die können doch nur zwei haben. Nein, es können die können alle haben. Wirklich? Ja klar. Er probiert ja. Okay. Ich hatte immer nur zwei. Ich könnte auch als einziger wieder zurückgehen. Ja, ich glaube, ich gehe wieder zurück. Ja, ich mache jetzt immer Punkte und dann punche ich ihn. Ja, ich könnte ja da bleiben. Also ich gehe nur zurück, damit ich halt an die Kiste kann. Dann komme ich ja wahrscheinlich wieder. Oh. Diesmal ist das Labyrinth aber richtig schlecht. Also muss man schon sagen. Ja. Richtig verwirrend. Am Rundenende. Ja, eine Runde. Lass mich dann mal abzocken. So, ja, zieh mir noch das letzte Geld ab. Er gibt mir den Move. Puff, puff. So, jetzt wird hier plündert, bis ich die Mark 2 hab. Erstmal die Raygun für den Ballistic Knife weggeben. Was sagst du, wie bei Transit gestern? Ja, wenn wir alle gut ausgerüstet sind, dann ja. Ach so, meinst du jetzt, oder Mark 2 rauskriegen? So lange plündern, bis man die Mark 2 hat. Ja, genau. Wieder Ballistic Knife. Erreicht, hat er da schön lange gedauert, wenn wir uns das eine Mal da. Ja. Ja. Ich meine, du bist über eine Stunde. Nee, über zwei Stunden, oder? Zwei Stunden. Mhm. Geplündert für eine Mark 2 auf Transit. Bis einer die Mark 2 nicht hatte. Ja, ich werde hier überhaupt nicht getrollt. Überhaupt nicht. Hm. Ich meine, eine Fall ist doch geil. Ich habe die ja nur gepuncht und bemerkt, dass die auch im Dreischuss übelst scheiße ist, aber. Bitte. Bitte. Ja, nee, eine S12. Danke. Ist doch auch gut. Ja, ich bedanke mich auch. Ich meine, hat all meine, die erfüllt alle meine Erwartungen. Diese tolle Waffe. Ja. Mann, es sind dir wieder keine. Ja, bei mir auch nicht. Die sind alle bei mir hier, falls ihr es an den Punkten seht. Ja. Natürlich. Ich schneife hier jeden einzelnen. Ja, läuft.
Jetzt sag ich dir. Ist vorbei, Instant Kill, und jetzt kommen sie wieder alle. Jetzt ja. Also bei mir kommt. Ja, ja. Läuft aber alles schnittig, kein Leckeinbruch. Ist doch toll. Also. Jetzt hast du es gesagt. Oh nein. Das war ja bei dir Link auch das Allerschlimmste, ey. Ja, du sagst es und dann deckt's. Und geht dann auch gleich down, deswegen. Soll ich vielleicht die Hammer gegen den RPG tauschen? Hallo, ja. Warum fragst du überhaupt noch? Ja, will ganz sicher gehen. Gut. Ich hab ihn ja. Das ist vollautomatisch die RPG, wenn du die punchst, hallo? Naja. Oder vielleicht gegen Pam 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 Pam. Ja? Gibt bis 126 Wanted. Oder One-Shot, besser gesagt. Wanted, ja. Ist doch geil, oder? Ja, sagen wir nicht, ob das Ding dann Vierer-Burst braucht für einen One-Hit oder ob das ja jeder, ob das One-Shot ist. Oder One-Burst, das weiß ich nicht. Ich tendiere mal eher zu One-Burst. Ja. Ja, geht doch. Mark 2. Komm wieder. Ah, schön. Haben wir sie alle drei jetzt, ja? Jo. Leider habe ich auf dem dritten Slot. Bam, bam, bam. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich sie nicht einlege. Ja, mir ist eigentlich wichtiger, ich will die Paralysator behalten. Ich will die Mark 2 kriegt man ja immer wieder bei Buried. Ja, die kriegst du in den Arsch geschoben hier. Ja, die kann man sich immer wiederholen. Die Paralysator hingegen nicht so oft. Die kriegt man seltener. Jo, ist Hexenrunde, die kriegen wir am Perk, wenn wir hier durch sind. Oh, bei mir kommen sie, aber an hier, Alter. Ja, die kommen überall an, weil... ja. Die Kohle abziehen, natürlich. Nee, auch ja, natürlich. Ich habe mein Geld ja verloren, mein hart erarbeitetes Geld, was ich die Runden davor gekriegt habe. Ich sehe aber auch einen Perk haben, geil, Alex hier. Oder Stumming ab. Eigentlich kann ich jetzt nur noch Scheiße bekommen. Nur noch eine Hexe. Ach, ich hab nicht meine. Quick Revive wäre das Einzige, was ich jetzt noch haben würde wollen. Weil ich will kein... Oder Eseltritt. Hauptsache kein Geier-Elixier oder sowas. Das nervt mich total. Ich hab alle Zeitmaschine. Sammeln ab, wenn noch okay. Das wäre noch gut, weil ich es bekommen würde. Der Rest ist Müll. Sag mal so, wenn ich down gehe und dann Eseltritt verliere, ist das gut. Dann habe ich wenigstens nicht meine vier Hauptperks verloren. Mann, wo sind denn die jetzt, Mann? Eine backt irgendwo rum. Ich will nicht auch meine letzte Kohle verlieren hier. Ich hab Bock drauf. Mann, komm. Boah, den Bug hatten wir doch schon mal, Marvin. Alter. Natürlich. Ohne war sie noch nicht. Ja, kennen wir doch schon alles. Jetzt können wir erstmal warten, weil irgendeine blöde Schrampe irgendwo im Haus rumbackt dann so. Die ganze Zeit. Und? Eseltritt. Geil, Alexia. Habe ich auch. Einen schönen, habe ich wenigstens einen Platzhalter gekriegt. Das ist gut. Wenn ich jetzt down gehe, verliere ich nur Eseltritt. Fragt mich nicht, wieso. Vielleicht wissen ja ein paar Zuschauer, warum ich nur ein Perk verliere, wenn ich down bin. Und nicht mehr alle. Ich habe da irgendwie gehört im Internet, dass es irgendwas mit einem hier mit so einem Easter Egg hier Perma Perk zu tun hat. Dass er an sich in Runde 1 alle vier Perks holt, beziehungsweise vier Perks einfach nur holt, dass man, wenn man dann down geht, halt immer nur eins verliert. Könnte was ja, damit zu tun haben. Warum? Das klappt ja nur bei dir. Bei mir. Roter Bildschirm. Fuck. Alter, ich hab grad einen Quattro-Hit bekommen, Alter. Vier Hits von einem Zombie. Ich würde sagen, wir gehen runter, ne? Ja. Ich hab Bomben bekommen. Ja, bevor hier noch irgendwas passiert, gehen wir runter. Ich weiß nicht, brauchen wir doch noch jetzt noch nicht. Ist doch noch viel zu früh. Die können wir noch alle zurückhalten hier. Jetzt mal off topic, wie war Assassin's Creed? Achso, mich meinst du jetzt, ja? Ja, ja.
Also ich finde ihn bis jetzt geil. Ja, die meinten auch, ich habe im Internet nochmal gelesen, das Finale soll sehr gut sein. Also mit von Ezio, ja. Oder soll sehr gut gemacht sein. Falls sich die Zuschauer gerade fragen, worüber wir gerade reden, Assassin's Creed habe ich gerade, habe ich vor nicht allzu langer Zeit nämlich entdeckt. Ich dachte vor längerer Zeit noch, ja, ist irgendwie verlangweilig. Habe ich auch gedacht, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe irgendwie gedacht, ja, keine Ahnung, halt, es ist halt eine Serie gewesen, die kannte ich noch nicht. Und dann, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ich denke mir immer so, ja, kenne ich nicht, ist bestimmt scheiße. Und dann habe ich den diesen kostenlosen Teil da bekommen, also, der dann einmal da rausgekommen ist. Und ja, seitdem bin ich ein riesen Fan. Also ich finde es richtig geil auf einmal. Ja, ich auch. Also ich habe es mir anfangs hier vom Highflyer, vom Marvin ausgeliehen, den ersten Teil. Den fand ich auch ziemlich geil. Da habe ich mir den zweiten Teil ausgeliehen, den fand ich dann noch geiler. Da habe ich 1000 Gamerscore gemacht. Ja, jetzt habe ich hier gerade Brotherhood von ihm hier liegen, von Conviction Bro. Das zocke ich dann auch noch durch. Und ja, ist auf jeden Fall sehr geil. Oh ja. Ja, Revelations habe ich gerade, spiele ich gerade durch. Ihr könnt ja nochmal die Mediamarkt und GameStop Verarscher erwähnen. Oh. Das ist echt unglaublich, ey. Unglaublich. Wir sind bei einem Mediamarkt, der bei uns ein bisschen näher dran ist. Da kostet das Spiel neu 29 Euro. Wir sind dann ein bisschen weiter weggefahren zu einem Mediamarkt. Da hat das Spiel 15 Euro neu gekostet. Und bei GameStop hat es 25 gebraucht gekostet. Also ich habe ihn hier schon gefragt, warum er sich das Spiel nicht bei GameStop gebraucht für 25 gekauft hat. Ich meine, ist doch viel besser. Warum sollte er sich das bei Mediamarkt für 15 neu kaufen? Warum kauft er es sich nicht einfach bei GameStop gebraucht für 25? 10 Euro mehr. Und dafür sogar noch von GameStop. Ich meine, es ist für die Gamer einfach gemacht. GameStop. Power to the players. Genau, so sieht's aus. Das hast du schon gepuncht? Noch nicht. Das finde ich noch ein bisschen zu früh. Ich mache hier gut Punkte. Ey, wisst ihr was? Geil, Alexi, das ist so nervig, Alter. Der grüne Bildschirm, dieser Stinkelgeruch hier. Alter, du siehst hier kaum was. Ja, nee, das Problem ist sogar, die rendern von dir weg, wenn du ein paar hinter dir hast. Ich punch mal. Ja, ich find's noch zu früh, noch macht die sehr gut Damage, die Waffe. Ja, ich mach's nur schon mal. So, jetzt Leute, ich geh nächste Runde mal rüber und kauf mir die an, ja, statt die Galil. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal hier so ein Ding vor. Ich geh gleich morgen gleich rüber, ja? Mal ganz kurz. Okay, warum? Mir die antauschen gegen die Galil. Okay. Ich finde die an irgendwie besser. Ja, die ist auch stärker, auf jeden Fall, und hat mehr Munition. Ich meine, ich war mit dem Ding irgendwie Runde 35 und da hat das Ding, wenn du auf den Kopf gehauen hast, noch richtig was weggeholt, also. Oh ja. Also wenn's okay ist, den Last an ihm lassen. Naja. Aber ich will ihn nicht am Leben lassen, weil ich habe so die Neigung, wenn ich den Last hier am Leben lasse, dass ich da immer so links runterfliege. Ja, ich würde da auflaufen, aber war läuft denn die ganze Zeit im Kreis hier. Wenn du noch wenig kommst, dann gehe ich los. Ich gehe mal gleich den Paralysator, ich gehe mal jetzt punchen. Mein Paralysator kannst schon punchen. Ich punch jetzt doch allen, die ist leer. Alter, die Hambe ist so unpräzise. Du musst die so lange punchen, bis den Griff hat, weiß ja Bescheid. So Leute, ich geh dann gleich los, ja? Ah, darauf gleich. Darauf achten, dass der Last nicht durch die stirbt, ja? Naja, wir gehen mit dem Last nach oben, eindeutig. Weil ich lasse hier einen hinter, ich versuche hier irgendwie einen zu lassen, wenn er hier ans Fenster kommt. Okay, gut. Dann wegpacken, pack die weg. Okay. Nein. Komm noch. Oh, ich glaub's ja wohl nicht, Alter. Kam da keiner, Justin? Nee, ne? Nee, er kam nicht. Natürlich. Mann. Warte, hier. Was jetzt Paul Designer mach, du kannst ja noch die Galil leer schießen, bis er halt, Nicht schon leer. War so gut wie leer. Ja, dann. Ich versuche hier irgendwie einen an der Seite zu lassen. Das ist, glaube ich, am einfachsten für uns alle. Ja, macht's einfach. Versuch's einfach. Scheiß drauf. Nix da. Nee, weil ich habe da so Angst, weil wenn man dann da links reinfliegt, ne? Ja.
Ich kenne es zu gut, wenn du alle Waffen gepuncht hast, Mark 2.